VUCA ist ein Kunstwort aus den späten 80ern. Da betitelte das amerikanische Militär mit VUCA die unplanbaren Bedingungen des modernen Krieges. Heute, 30 Jahre später, sprechen auch alle anderen. Manager, Politiker, Soziologen, Berater von einer VUCA-Welt. Das Akronym VUCA setzt sich zusammen aus den vier Begriffen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Mein Name ist Tobias Thomas. Ich lebe und arbeite in Köln. Ich bin Kulturmanager, Künstlermanager, DJ und Fußballer. Umdenken heißt für mich konkret, ist sehr ambivalent. Es heißt nämlich, es ist für mich nicht für jede Situation und für jede Person die richtige Strategie. Umdenken heißt nämlich natürlich, die Dinge, die man gelernt hat und wo man dachte, die funktionieren, komplett über den Haufen zu werfen, neue Dinge auszuprobieren, wo man noch nicht weiß, ob sie funktionieren. Und das kann für den einen, der vielleicht bislang nicht so genau eine Strategie hat und dessen Rezepte nicht mehr funktionieren, eine gute Sache sein, während den anderen vielleicht oder die andere es das Richtige ist, genau das weiterzumachen, was er am besten kann und sich nicht von dem Umdenken-Mantra total verunsichern zu lassen. Wir rücken jetzt alle so wahnsinnig zusammen und sind so richtig kuschelig und sozial und helfen uns gegenseitig. Ich denke, da unterteilt sich die Menschheit auch in verschiedene Charaktere und wer vorher schon ein asoziales Arschloch war, wird es auch jetzt nicht auf einmal ändern können. Ob jetzt Weltkriege, Pandemien oder sonstige Krisensituationen automatisch dazu führen, dass so der Spirit in der Gesellschaft sich verändert, halte ich für ein Klischee. Also gab es jemals etwas, was nicht wiederkam? Also ich finde, die Menschheitsgeschichte und auch die Kulturgeschichte ist voll von Dingen, die immer wieder kommen. Ich denke nach dem Vorsatz, they always come back. Also ich müsste fast eine Gegenfrage stellen, was ist mit Experimenten gemeint? Aber ich bin mir da sehr unsicher. Es verweist wieder, glaube ich, auf die erste Frage so ein bisschen. Ist Umdenken, ist Experimentieren, ist jetzt panisch Dinge ausprobieren immer automatisch die richtige Lösung? Das Ding mit der Systemrelevanz ist ja auch ein Corona-Klischee fast schon geworden. Und auch darüber habe ich ein Weilchen nachgedacht. Und das Interessante an dem Wort relevant ist, dass es sich eigentlich immer auf den Kontext bezieht. Natürlich werden in so einer Krisensituation gewisse Dinge besonders sichtbar und erscheinen ihrer Relevanz in dem Moment besonders prägnant und besonders auffällig. Möglicherweise waren sie es aber vorher schon oder diese Relevanz ändert sich auch eben je nach Kontext. Die Kultur in dem Moment, wo eine Pandemie ausbricht, nicht in dem Sinne relevant, weil sie sich nicht erhebt aus dem Regenwald wie ein einzelner Riesen-Mammutbaum und dann denken sie, ach, die Kultur, die brauchen wir jetzt. Nein, natürlich brauchen wir einen Impfstoff und Virologen und staatliche Maßnahmen und Gelder und Rettungsmaßnahmen und so weiter. Und die Kultur ist jetzt in diesem Kontext im Moment nicht relevant. Aber sie ist natürlich, wenn das System die menschliche Gesellschaft über die letzten 2000 Jahre meint, ist sie natürlich ungemein relevant. Wieso versteht die Politik nicht, was die Selbstständigen in diesem Land tun und was sie brauchen? Hat man es in anderen Berufen leichter? Ist Schuld eine relevante Kategorie in dieser Diskussion? Gibt es Überschneidungen zwischen der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen und der Situation der Selbstständigen? Wenn die Natur den Virus ins Spiel bringt und kreiert, dann hat sie auch ein Antivirus im Repertoire.